Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und heute haben wir einen besonderen Flug vor uns. Wir machen eine kleine Tour. Wir sind hier am Südpazifischen Ozean und da sind wir nicht einfach so. Wir befinden uns hier an der Insel San José. Und wenn ich jetzt sage, in wessen Nähe diese Insel ist, dann ist, glaube ich, alles klar. Diese Insel befindet sich in der Nähe von Panama. In Panama findet aktuell die aktuelle Staffel 2 von Seven vs. Wild statt. Und da in Behind the Scenes hier auch schon gesagt wurde, um welche Insel es sich handelt, habe ich noch mal ein bisschen recherchiert und die einzelnen Spots ausfindig machen können. Hier seht ihr eine kurze Karte, so sieht das aus. Und hier bewegen wir uns jetzt einfach mal über die Insel, schauen uns die Spots an und freuen uns über diese wunderschöne Natur. Auf geht's! Und da stehen wir auch schon mit unserem wunderschönen Airbus H135 hier an dieser Start- und Landebahn, die tatsächlich hier existiert. Hätte ich nicht gedacht. Wir fliegen aber einmal über die Insel. Wir haben die ganzen Spots einmal, die wir uns anschauen werden. Gehen wir einfach mal rein in den Hubschrauber und wir fangen an und fliegen los. Ich würde sagen, wir fliegen erstmal in den Westen. Wir schauen uns erst einmal den Spot von Otto an, dann von Nova, dann Knossi, Sabrina, Sascha, Joris. Und dann fliegen wir einmal runter in den Süden und schauen uns den Spot von Fritz an. Also auf geht's, ab in die Luft, auf zu Otto. So. Ich habe mir gedacht, damit das hier auch schön aussieht, fliegen wir jetzt einmal hier raus über die, naja, Startbahn, drehen dann einmal und dann geht's direkt in den Westen der Insel. So, mir war gar nicht so bewusst, dass in der Nähe tatsächlich auch schon so viel ist. Aber woher sollte man das auch wissen? So, drehen wir mal ein. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Und dann genießen wir schon mal den ersten Blick hier auf diese Insel. So, hier kann man es schön erkennen, die Start- und Landebahn. Und die Insel ist auch gar nicht so groß. Also jetzt müsste man auch nicht erwarten, dass wir jetzt unendlich lange unterwegs sind. Deswegen gehen wir auch eigentlich direkt nochmal wieder runter. Können dann nochmal kurz rausgehen, schauen uns die Insel auch einmal kurz an hier. Und gehen natürlich gleich auch nochmal auf die einzelnen Spots. Und dann gehen wir auch nochmal raus und schauen uns die an. Ja, ich habe das extra jetzt so umgewählt, dass wir im Uhrzeigersinn gehen, damit wir hier schön aus dem Fenster schauen können. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nochmal ein bisschen runter, werden hinten dann gleich etwas Geschwindigkeit abbauen und dann entsprechend uns die Spots ansehen. Wie ihr hier im mittleren Display sehen könnt, habe ich die einzelnen Spots markiert. Hat das jetzt nicht so schön hier runtergezeichnet. Hier unten bei Fritz. Wir sind jetzt auf dem Weg zu diesem Spot hier. Hier ist Otto Spot. Ich bin gespannt, was die Staffel gibt. Ich bin gespannt, was die ganzen Hintergrundinformationen uns noch für Überraschungen mitteilen werden. Ein echt cooles Projekt. Wer die erste Staffel gesehen hat, der wird sicherlich genauso heiß drauf gewesen sein, wenn sie ihm oder ihr gefallen hat, wie ich. Und dann kehren wir jetzt mal hier rechts ein. Das sieht schon mal sehr schön aus hier. Das wäre jetzt mein Spot. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Und gehen mal hier in den Rechtsturn. Und schauen uns den ersten Spot auch gleich an.
So, da sehen wir es nochmal. Hier ist diese große Bucht hier unten. Und dann gehen wir jetzt weiter zu dem Spot. Ich baue mal ein bisschen Geschwindigkeit ab. Und dann gehen wir auch mal weiter runter. Denn da haben wir ihn schon, den ersten Spot. Und zwar hier. Hier ist Otto ins Wasser gesprungen. Und dann ging es zur Insel. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Es ist wirklich eine wunderschöne Insel, wenn man sich das einfach mal anschaut. Wahnsinn, wie man so wunderschöne Plätze finden kann. Dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Wir fliegen zum Spot von Nova. So, auch hier, ein bisschen weiter nördlicher, gleich hinter dieser Ecke, ist dann der nächste Spot. Ja, ein bisschen schneller versuchen wir jetzt mal zu sein, aber wenn wir zu schnell sind, dann kriegen wir auch nicht alles mit. Wirklich schön gemacht. Sehr generisch natürlich hier. Denn die Insel hat der Microsoft Flight Simulator natürlich nicht standardmäßig auf dem Schirm. So, hier ist die nächste Bucht. Und hier sehen wir auch schon, hier ist der nächste Spot. So, genau zu sein hier, das ist natürlich jetzt von der Höhe alles nicht so realistisch. Geht's weiter zum verrückten Internetkönig, zu Knossi. Weiter in den Norden, fast ganz oben an der Spitze. Da hat er ja auch, wenn ihr die Folge gesehen habt, einen ordentlichen Schwimmmarathon hinter sich gehabt. Aber auch das muss mal sein. So, ich gehe noch mal ein bisschen raus. Dann gehen wir gleich noch mal ein bisschen runter. Denn hier ist es auch schon. Mal ein bisschen langsamer. Und da ist der Spot von Knossi. Ja, hier irgendwo wird er sich hingelegt haben an den Steinen und gesagt haben, dass er gerade etwas zu weit geschwommen ist und das gar nicht so erwartet hätte. Dann würde ich sagen, geht's weiter zu Sabrina. Ab in den Osten der Insel. Fliegen aber einmal hier komplett um die Insel drum. Also jetzt hier in den Osten einmal relativ knapp quer drüber. Zum nächsten Spot. In der Zwischenzeit können wir auch einfach mal so die Insel genießen. Schade, dass Microsoft da tatsächlich nicht irgendwie nochmal was gemacht hat, was den Realismus so ein
bisschen steigert. Dass nicht überall eine Klippe ist, das haben wir, glaube ich, auch schon in den Folgen gesehen. So, gehen wir mal wieder weiter runter. Hier jetzt nach dieser Ecke haben wir auch schon den nächsten Spot hier. Jetzt bremsen wir mal kurz. Drehen wir auch mal kurz ins Ruder. Drehen wir uns einmal. Hier haben wir den nächsten Spot von Sabrina. Und zwar genau hier. Sascha ist gar nicht so weit weg. Sascha ist ein Ticken südlicher. Aber nicht wirklich viel. Der befindet sich nämlich hier in der nächsten Inselkerbe. Ein bisschen Geschwindigkeit raus. Gucken wir uns das nochmal an. Also diese Kerbe haben wir hier auf der Map gerade gesehen. Dann geht es hier einmal runter. Und genau hier ist Saschas Spot. So, jetzt geht es eine ganze Ecke weiter in den Süden. Eine ganze Ecke ist gut. So weit ist das hier alles nicht. So groß ist die Insel nicht. Zu Joris. Ich bin schon sehr überrascht gewesen, dass tatsächlich die 6 Kandidaten oben so nah aneinander sind. Also ich glaube, Sabrina und Sascha, wenn man das jetzt auch nochmal sieht, sollten sich mit Rufen auf jeden Fall irgendwie verständigen können. Aber das werden sie natürlich sicherlich nicht machen. Oder doch, wir wissen es nicht. Ich bin gespannt. So, gehen wir hier mal wieder ein bisschen in die Eisen. Jetzt kommt der Spot von Joris. Und zwar genau auch, wie wir sehen, hier an der Ecke. Und zwar hier in dieser Einkerbung. So, und jetzt haben wir es ein bisschen weiter. Jetzt geht es einmal in den Süden. Jetzt geht es zum Erfinder, zum Hauptcharakter, zu Fritz. Also einmal quer rüber in den Süden. Wir mal ein bisschen Geschwindigkeit und Höhe auf. Hier sehen wir, da müssen wir hin. Also ein ordentliches Stück. Wir lassen hier die Bucht hinter uns. Und dahinter ist es dann auch gleich. Und als Fritz ankam, sagt er als erstes, ich habe eine Palme. Ich glaube, dass das jetzt nicht so hier generiert wird, dass da auch jetzt nur eine Palme steht. Denn Palmen, ehrlicherweise, sehe ich hier überhaupt gar nicht. Das sind alles die Standard-Szeneriebäume, die es hier im MSFS gibt. Ah, sieht doch schon fantastisch aus. Also, wunderschön. Immer so vereinzelt kleine Inseln. Ich bin mal gespannt, ob da auch mal jemand rüberschwimmen wird.
Hier haben wir noch eine Bucht. Jetzt bauen wir mal ein bisschen Höhe auf und Geschwindigkeit ab. Gehen in einen leichten Rechtsturn, fliegen dann einmal über den Spot von Fritz drüber und dann geht's wieder zurück zum Flughafen oder zur Start- und Landebahn. Ja, in den Behind the Scenes haben wir gehört, dass die 80 Kilometer damit im Hubschrauber einmal zurückgelegt haben. Ich hatte ursprünglich auch überlegt, auch von Panama City hier einmal rüber zu fliegen mit euch. Aber das ist tatsächlich eine Strecke. Und ja, die 30 bis 40 Minuten Wasser wollte ich euch dann einfach ersparen. So, jetzt kommen wir in die Nähe. Wir sind jetzt am südlichsten Punkt der Insel. Und in der nächsten großen Einkerbung befindet sich der Spot von Fritz. So, und hier sehen wir schon, dass hier etwas reingeht. Deswegen nehme ich mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Das schauen wir uns jetzt nochmal von nahem an. Da ist er nämlich, der Spot. Hier ist er und liegt er. Hier hinten drin. Mehr als eine Palme. Oder mehr als einen Baum zumindest. Drehen wir uns einmal. Ja, und hier ist Fritz gestrandet. Es sieht hier wirklich wunderschön aus. Kann man gar nicht anders sagen. Auch der Blick hier über die Insel. Wie gesagt, hier ist Fritz einmal runtergekommen und hat sein Abenteuer gestartet. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wir fliegen jetzt zurück zum Flugplatz, zur Start- und Landebahn oder zum langen Stück ohne Wiese. Was auch immer. Flughafen. Wir fliegen wieder von außen einmal rein, wie man das so macht. Also wir sind ein Ticken zu schnell unterwegs.
So, dann geht's einmal wieder zurück hier auf die Bahn. Bremse mal ein bisschen runter. Da ist er schon. Oh, da ist ein Baum in der Nähe. Gehen wir mal noch mal ein Stück zur Seite. Da sind viele Bäume in der Nähe. Gehen wir noch mal ein Stück nach vorne. Und setzen den Vogel dann einfach da hinten einmal hin. So. Dann bremsen wir einmal ab. Und dann geht's auch runter. Und da sind wir unten. So, dann schalten wir noch einmal die Engines aus. Dann hört unser Rotor auch auf, sich zu drehen. Und dann können wir unseren Flug hier ordentlich beenden. Ja, wir haben eine Rundreise hier gemacht. In Panama über die Insel San José. Die Insel San José ist der aktuelle Drehort bzw. war der Drehort der aktuellen Staffel 7 vs. Wild, der Staffel Nummer 2. Ich blende jetzt noch einmal die Karte ein. Also wir sind hier einmal rundherum geflogen, haben uns den Spot von Otto, Nova, Knossi, Sabrina, Sascha, Joris und von Fritz einmal angeschaut. Ich hoffe, dass euch das Video heute gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Kommentiert auch gerne fleißig. Ich freue mich hier auch immer auf euer Feedback. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, dann, naja, erzählt es wie immer am besten nicht weiter. Denn das muss ja nun mal wirklich nicht jeder wissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.